The enemy are greater in number than even I anticipated. We cannot hold the Caliban's will against them. Yet it is our duty to deny the Tyranids the gene seed inside both the Vault and the Gene Stealers themselves. The Emperor-forged genes of the Dark Angels would become a weapon of the Hive Fleets, turned against us. The Chapter must not allow such a dishonorable fate. Though the psychic signal drawing the Tyranids has been weakened by the death of many hybrid psychers, the Hive ships are dangerously near and still closing. We have an opportunity here, not only to protect the Emperor's legacy, but to strike a blow in the war against the Hive Fleets. As they would attempt to turn our own strength upon us, we will use the enemy's powers against them to turn the Alethros into the means of their destruction. The psychic signal from the Xenos Psychers continues to lure the bioships from the Tyranid High Fleet. You will hold until they are close enough, and then you will set the plasma reactors to overload before exiting. Mm-hmm. The explosion will cause the complete destruction of the Space Hulk, and the conflagration will consume the Hive ships as they feed. Let righteous fire cleanse this system of their taint. Okay, wenn das, wenn wir da mit den ganzen Space Hulk in die Luft jagen, dann wird das wahrscheinlich die letzte Mission sein. Ich meine, Waffen haben wir eben alle freigeschaltet. Wir haben nicht alle Relikte gefunden. So, Plasmakanone, Doc Black Doc. Dass wir nicht zwei Leute zusätzlich bekommen haben, finde ich irgendwie schade. Finde ich irgendwie wirklich schade, weil irgendwie ein Terminator-Trupp gehört irgendwie. Fünf Terminatoren gehören dazu, also. Boah, naja. Achso, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Space Hulk Deathwing, die Enhanced Edition. Und ja, dann gehen wir mal in die Schlacht. Für den Imperator. Da ist ein Sergeant wahrscheinlich. Exterminatus Extremis. A Champion. Activate the relays to overload the reactor. A Terminus Mission. We shall not return, but our glory will live on. Hmm. By such battles is honor won, and legends created. It promises to be an impressive explosion, but I hope to see it from the outside rather than from the inside. How dull. But if that is to be so, I shall be comforted by our future opportunities to chastise more enemies of the Emperor. Die recyceln echt nochmal die letzten. Hier waren wir doch. Könnte ich schwören, die kommt mir sau bekannt vor. Hm. Aber wir sind damals von hier unten, glaube ich, gekommen. Ich glaube, ich habe uns hier irgendwie erstmal hochgearbeitet. Na egal. Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal die eine Seite lang. Warrior Strain! Ja. Ah, wir kommen da runter, gekrabbelt. So, wir müssen hier irgendwo weiter. Lauft, ihr Narren, lauft! Hä? Hallo, hier ist Text. Intergalaktische. Die Gläubigen verfolgen nur ein einziges Ziel, dem Imperator zu dienen. Im Leben wie im Tod seid ihr bloß Schachfiguren in seinem Dienst. Zeigt euren Wert, indem ihr hart arbeitet und euer Leben darbietet.
Wir sind die Stimme des Imperiums und wir müssen das ewige Licht des Gott-Imperators auf seinen goldenen Thron verbreiten. Wir tragen es durch die unendliche Galaxis und erleuchten selbst die finsteren Winkel, die die Menschheit je betreten hat und noch betreten wird. Unser Ziel ist das imperiale System Sexis 7, das Ziel zu lange von Terra abgeschnitten war und vergessen hat. Es hat seine Wurzeln vergessen und vor allem hat es vergessen, dass nur der Imperator uns in seiner großen Gnade auf den verzweigten, gefährlichen Straßen, die zum Licht führen, leiten kann. Unsere letzte Intervention ist in diesem verlorenen Sektor die Herrschaft des allmächtigen Imperators wiederherstellen sollte, war ein Fehlschlag. Was für ein Satz. Wir sind nun gezwungen, das heilige Wort nicht mehr nach Druck zu verbreiten. Deshalb, meine Brüder, müsst ihr bei diesem Kreuzzug nicht nur eine Stimme, sondern auch die des Imperators sein. Gut, geklärt. Komm mal, gut. Können wir weiter? Müssen wir überhaupt lang? Nee, andere Seite. Sorry, Jungs. Ach, geh mal kacken, Junge. Oh, 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 oh. Hier müssen wir lang. Der hat meine Rüstung erwischt. Schnell weiter! Heil mich mal ganz kurz, Bruder. Scheiße. Wow. Vortex! Der Raketenwerfer, der gerade nicht mit wollte. So. Hat er schon wieder meine Rüstung kaputt gemacht, diese Drecksratte? Einmal überladen, bitte. Oh, oh, bin ich überhaupt richtig? Mal ganz kurz. Wir müssen auf der Seite nochmal ganz runterlaufen. Okay. The Tyranid fleet is dangerously close and still closing. Wir arbeiten dran, mein Freund. Oh, wow, 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 wow. Vielleicht sollte man hier nicht so lange drinnen bleiben. Der DJ hält die Stellung. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht sollten wir uns hier mal rausbewegen. Kann der letzte Mal? Nee. Der... Kommst du mal weiter? Boah. Ich wollte eigentlich mal schließen. Hat der eine meine Rüstung wieder kaputtgeschlagen? Dass sie auch die Türen aufmachen können.
Warte mal, wir müssen ja nie wieder zurück eigentlich. Nur hier durch irgendwie. Kann man hier die Türen zumachen? Naja, wird schon irgendwie klappen. Aber du musst mich leider wieder heilen. Was ist denn hier los? Mach mal auf, deinen Puff. Kommt er? Gut. Fehler. Nix gibt hier einen Fehler. Ich bin der Fehler. Nein. Ihr seid der Fehler. Hey! Das gibt's doch nicht! Der hat meine Rüstung schon wieder gelb geschossen. Wie kann von hinten einer kommen? Toll, ist auch alles im Arsch. Ist auch alles kaputt? Verdammt. Geh mir aus dem Weg. Muss mal leider die andere Seite nehmen. Sieht aber auch nicht so aus, ob ich da lang komme. Verdammt Kacke. Wie soll ich denn da lang? Toll, habe ich den, hinter uns die Tür umsonst zugemacht, ja? Ne, warte mal. Jetzt bin ich wieder... Warte mal. Jetzt bin ich, wir sind doch richtig gegangen. Ist egal, komm. Es klappt schon hier irgendwie. Es geht schon irgendwie richtig. Hier mal zu. Ah, doch, von hinten. Ah, Waffe überhitzt. Alter. Hier müssen wir rein. Heil mich mal, Doc. Drei Psi-Tore haben wir noch. Dreimal zurückkommen wir. Puh. Noch sieht's sauber aus. Noch. Da kommt was. Ja, das Vortex tut euch nicht gut, hä? Oh, da lebt noch. Als zwei, drei Brutwichser. Und irgendwo kommt noch hier noch ein Liktor oder so. Heil mal meinen Kumpel hier. Ah, ich deaktiviere das hier mal. Können wir hier eh abhauen. Wow. Den habe ich gerade noch so schämhaft gesehen. One last relay must be reactivated to overload the plasma reactor. Critical reactor detonation imminent. The resultant explosion will consume the space hulk. Ah, jetzt kommt sie vorgekrochen, ne? Wenn wir alles hier in die Luft sprengen oder überhitzen. Los, alle Mann raus hier. Raus. So, haben wir.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz uns orientieren. Wir müssen hier einmal auf die andere Seite. Doc, heil dich mal bitte. Rebooting Radar. Mhm. Auch ein Radar muss neu gebootet werden. Ah, eigentlich sollte der Plasma da hinten alles frei halten. Oder warte mal, war da... Nee. Ich höre was, aber... Ich höre so ein Relikt wieder, aber ich weiß nicht wo. Kann auch da dieser andere Gang sein, der gleich links kommt. Hier? Nee. Dann weiß ich nicht, was ich übersehen habe. Ja, dann haben wir ein Relikt verpasst. Schade. So, ach, es ist ja auch echt weiter Weg. Ja, wenn wir schneller laufen könnten, dann hätten wir schon mehr geschafft an Meter. Oh! Hey, ihr Süßen! Dann gehen wir nochmal schleunigst weiter. Überhitzt. Warriors train in sight. Warriors train in sight. Ah, scheiße, komme ich weiter. Läufst du jetzt nach vorne, du Horst? Wo wollte ich hinballern? Ah, hier kommen wir weiter. Haben wir es jetzt? Super, weiter. Vor uns. Scheiße, mach zu. Hast du, gut. Nächste Tür geht uns. Das ist dann diese hier. So, ein Raketenwerfer Johnny war auch noch hier. Jawohl, da hast du keine Chance. Rennst du gleich rein. Warte mal. Ich scanne mal. Nee, da ist nur der Schalter. Hätte sein können, dass da schon irgendwas... Gulasch. Rüstung ist noch heile. Bei den anderen geht's auch noch. Und drei Psi-Tore. Scheiße. Scheiße. Wir müssen sie irgendwie in die Mitte bringen. Oder auch nicht.
Psionika ist noch hier. Das war eine psionische Attacke. Ich weiß noch nicht, wo er ist, aber hier war einer. Mal schnell aktivieren und raus hier wieder. Und raus, raus, raus. Der kann hüpfen. Sausack. Abgeschlossen? Nein. Ach komm, dann machen wir jetzt fertig hier. Komm. Weiter. Go to the main shrine. We have teleporter lock to return you to the strike cruiser. Plasma chamber detonation countdown activated. Do not delay. Ja. Wir müssen doch noch einen Punkt machen, ne? Teleporterverbindung. Okay, wir brauchten doch nur drei. Vier waren aber angezeigt. Alle Mann rein hier. Und da machen wir trotzdem mal die Luke dicht. Mal kurz auf die Karte. Jetzt müssen wir zurück. Okay, können wir ja quasi hier durch hochgehen. Ah, einmal mal die Fresse polieren hier. Ach, klappt schon hier. Klappt schon, klappt schon, klappt schon. Hört sich nicht gut an. Kommst du mal da durch? Oh, jetzt laufen die alle wieder zurück. Ja, komm, gehen wir weiter. Scheiße. Scheiße. Dann müssen wir hier vorbei. Wo sind meine Jungs? Okay, wieder raus. Kommt ihr? Ach komm, gehen wir weiter. Wir haben nicht unendlich Zeit, Jungs. Mal kurz auf die Map gucken. Scheiße, geht's nicht weiter. Dann müssen wir doch auf der anderen Seite lang gehen. Oh, bei Feuer, Mann. Ah, oben die Berechnung läuft. Wir müssen es, glaube ich, in der Zeit dahin schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, sind wir tot. Aber wahrscheinlich müssen wir noch gegen Bossgegner kämpfen. Komm. Oh, Hammer. Weiter. Ein Psionika. Weniger? Alter. Weiter, 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 weiter. Los, los, los. Hier gibt's gleich ein mächtiges Badabum. Oh. Los, los, los. Das hab ich angespuckt.
Bock, heil dich. Oh, komm ich da nicht hin? Was ist hier los, Alter? Oh, Vortex! Beam me up, Scotty! Ey, beam! Psi-Tor! Das gibt's doch nicht! Ich hab doch jetzt 50 Mal auf dieses scheiß Psi-Tor gestartet. Geklickt. Oh! Ja. Through great courage and great sacrifice. Toll, wo landen wir jetzt? We recovered the cat and its precious data to safely dispatch them to Grand Master Belial. The situation inside the space hulk was rapidly deteriorating as the enemy fell up. Wo sind? Oh. Einmal wieder zurück. Diese Save Points sind auch echt was grützig. Go to the main shrine. We have teleporter locked to return you to the Strike Cruiser. Plasma Chamber Detonation Countdown activated. Do not delay. Ich weiß nicht, was die Berechnung sein soll, dass er uns da rausholt oder ob das hier hochgeht. Also ich könnte man ja ein bisschen besser beschreiben. Berechnung läuft. Aber ich hätte gesagt, Time. Countdown zum Verlassen dieses Schiffes hier oder so. So. Ich weiß gar nicht mehr, ein Weg ging glaube ich nicht, ne? Kommt ihr? Nee, ist einfach. Oh, ich sag so doof. Gehen wir weiter. Gehe ich jetzt richtig? Ja. Ich würde da trotzdem gerne die Türen zumachen, aber. Ich habe nicht die hellsten Brüder. Abgekriegt. Aber ein Weg war doch irgendwie zu, ne? Ja, das war der hier. Und wieder zurück. Hat die Ratte da gewartet, ey. Die kacken, ey. Ein bisschen heiß. So, alle da. Luke zu. Puh. Ah, verreckt. Wollen wir schnell aufpassen? Ey, du musst doch sterben. Aber jetzt haben wir ihn. Ah, dahinter ist was. Ist mir vorhin nicht aufgefallen. Jo, ich würde sagen, einmal mich heilen. Einmal ihn heilen. Mir folgen. Halt's mal ein bisschen Kollegen. Und heil dich. So.
So, vielleicht können wir uns ja gar nicht mehr hier wegtransformieren. Oder wegbeamen. Ah, er kam durch. Ich mach das jetzt einfach. Ah, ich hab's wahrscheinlich mit nochmal 4 Drücken deaktiviert man das. Okay. Ich mach das nur, damit der Arzt wieder seine Medipacks auffüllen kann und dann können wir auch gleich wieder durch. Leider ist das kein Safe Point, so jedes Mal, wenn man da durchgeht. Doch, Autospeicherung. Da. Tja, ab in die Mitte. Teleporterverbindung, ja. Weiß nicht, wo wir hin sollen. Ich weiß nicht, was ich zuerst schießen soll, verdammt. Oh. Ah, zeig dich! Ich verstehe nicht, ich will in der Nähe bleiben hier. Oh fuck! Vier, wir müssen uns wegbeamen! Nee, wir müssen sterben! Oh, das ist der letzte Schwung, du wirst von allen Seiten. Von allen Seiten kriegst du es. We recovered the cat and its precious data to safely dispatch them to Grand Master Belial. The situation inside the space hulk was rapidly deteriorating. So, ich hoffe, er hat da vorhin zwischengespeichert, wo wir, ja, wo wir durchs Portal kamen. Hallo, Maus da. Go to the main shrine. We have teleporter lock to return you to the Strike Cruiser. Plasma Chamber Detonation Countdown activated. Ah, man sieht so langsam die leichten Schatten. Ne, da war nichts. Okay. Ich habe hier immer noch nicht so die Idee, wie ich mich am besten hier verteidigen soll. Wir sollen hier irgendwo Teleporter verbinden. Countdown, 90 Sekunden. Die Großen machen mir Sorgen. Die hier. Dort heil ich. Alter, das gibt's nicht. Dort heil mich. Stirb, Junge! Los, wir müssen überleben! Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ich wurde geheilt, was ist los? Oh!
Wo sind wir? Es sind noch Plätze auf jeden Fall für mehr Soldaten dabei. Aber sind wir auf unserem Schiff, weil hier diese Mechaniker sind da. Da blitzt es an der Leitung. Ah, wir haben uns gebeamt, das ist hier so Scotty oder was? Noch das Gehen von einem Terminator. Ja, also die Endsequenz sah ja ganz nett aus gerade, ne? Das hat mir bei Space Hulk Tactics ein bisschen gefehlt. Ja, wir sind durch. Das war's. Wir haben die Welt vor dem Space Hulk Einschlag bewahrt und alles in die Luft gejagt. Es kommen noch nicht mehr so Endcredits, wo die Mitarbeiter stehen. Na gut. Jetzt könnte man fortfahren. Mehr Spieler. Ich würde sagen, hier, das wäre auf jeden Fall cooler gewesen, wenn man das irgendwie zu zweit oder zu dritt gespielt hätte. Das wäre auf jeden Fall cooler gewesen. Was sind denn Sondermissionen? Ups. Your victories aboard the Elephros mean that we can now deploy via teleport. You can now access explored areas of the Elephros from here to complete additional missions. Mhm. Das heißt, ich kann die Mission nochmal alleine spielen oder was? Ich gehe mal kurz irgendwo rein. Ah, ich denke mal, es wird sowas ähnliches sein, oder? Lange laden. Ja, Kapitel 4. Dann, ja, sind wir damit durch. Also wie gesagt, wenn ihr es im Sale seht, ich habe es ja auch im Sale gekauft, kann man nichts falsch machen. Also mir hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wird sogar so weit gehen, das ist von den letzten beiden Space Hulk Spielen, die ich gespielt habe, das bessere. Das Space Hulk Tactics war näher am Brettspiel, aber das hier ist mehr actionreicher. Und hat einfach mehr Gegner gehabt. Unterschiedliche Gegner. Viel mehr. Also ich glaube, wir hatten jetzt 9 verschiedene Gegner oder so. Oder 10. Na, und bei Space Hulk Tactics hatten wir halt nur so 3-4 verschiedene Tyranniden. Na, das war... Ja. Aber bei Space Hulk Tactics fand ich halt gut, dass wir eine Tyranniden-Kampagne haben. Das ist... ja, das... kommt ja so gut wie gar nicht vor. Man hat ja meistens nur die Sicht aus den Space Marines oder der Imperialen Garde. Ja, also mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat und als da ich es jetzt durchgespielt habe, könnt ihr mir doch gerne mal ein Abo dalassen. Ein Like, ein Kommentar, würde ich mich auch drüber freuen. Ansonsten, ja, mal gucken, was ich als nächstes von Warhammer zocke. Ja. Schaltet wieder ein. Also es gibt irgendwann wieder ein Warhammer-Spiel, was ich definitiv zocken werde. Also haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bis hier. Tschüss.